Brandneue Eilmeldung von unserem Ostbeauftragten Marco Wanderwitz von der Union, der jetzt dafür plädiert hat, dass die CDU sich zur Linkspartei hin öffnet. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, wir haben es ja schon vor einigen Tagen hier diskutiert, als Jens Spahn bei Markus Lanz die Bombe hat platzen lassen, dass man ja bereits in Thüringen permanent mit Bodo Ramelow über alle möglichen Gesetze und so weiter verhandelt. Er hat also hier die Zusammenarbeit mit der Linkspartei nicht ausgeschlossen. Er wollte sich nur nicht so wirklich bezüglich einer Koalition äußern. Aber Marco Wanderwitz, ihr werdet ihn vielleicht schon kennen von anderen Videos von mir. Er ist ja der absolut vehementeste Verbots, kann man sagen, ja, Apologet der AfD-Fraktion. Ich habe da meine ganz eigene Theorie, warum Marco Wanderwitz unbedingt die AfD verbieten will. Wollt ihr mal sehen, warum? Ich zeig's euch. Dazu springen wir einfach zurück ins Jahr 2021 und da, was sehen wir denn hier? Kein Direktmandat mehr. Ostbeauftragter Wanderwitz verliert gegen AfD-Kandidat. Zuvor hatte Wanderwitz nach den ersten Prognosen zur Bundestagswahl vom historisch schlechtesten Ergebnis seiner Partei gesprochen. Ja? Also ich glaube, da liegt noch so ein bisschen Rachegelüste in der Luft. Aber jetzt bezüglich der Linkspartei möchte Marco Wanderwitz, dass man sich öffnet. So, der Hintergrund des Ganzen erstmal. Es gibt von 2018 von der Unionspartei einen sogenannten Nichtsvereinbarkeitsbeschluss. Ja, es gibt jetzt auch hier dazu gerade einen Zeitartikel, da seht ihr es auch, ne? CDU-Politiker Wanderwitz plädiert für Öffnung zur Linkspartei. Und in diesem Unvereinbarkeitsbeschluss, ne, steht jetzt hier, die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab. So, interessant dabei sind jetzt erstmal zwei Dinge. Ich glaube, der Mann von der CDU in Thüringen heißt Vogt, also der Spitzenkandidat. Der hingegen scheint mir, glaube ich, gar nicht allgemein so pauschal abgeneigt zu sein bezüglich einer Koalition mit der Linken. Und der hat ja auch gerade erst gesagt, er möchte da irgendwie so eine Art TV- oder Debatten-Battle mit Höcke machen. Also ich glaube, der ist überhaupt nicht für eine Koalition blau-schwarz, obwohl das ja nun mal rein realistisch betrachtet hier der Bürgerauftrag wäre, ne? Union und AfD, beides die stärksten Parteien aktuell in Thüringen. Und jetzt muss man aber sagen, die CDU und die Linke ist die einzige andere halbwegs realistische Option aktuell. Und das Gleiche gilt übrigens in Sachsen. Schaut mal hier, AfD mittlerweile Platz 1 und neben der Union gibt es halt nur noch die Linke. Alle anderen Ampelparteien, die laufen mittlerweile schon unter ferner Liefen und so, ne, kommen halt eben nicht in Frage. Und jetzt wird der Druck auf die Union in den nächsten Wochen und Monaten sukzessive ansteigen, dass sie sich nämlich positionieren und dass nicht dann wieder während der Thüringenwahl wieder irgendwie dann auf einmal eine komplette Hysterie wie im Hühnerstall ausbricht, weil dieses Mal, Freunde der Sonne, kann auch eine Merkel nicht mehr verfassungswidrig eingreifen wie letztes Mal. Ja, da habt ihr richtig gehört. Angela Merkels Eingreifen war verfassungswidrig, kann man sogar nachgoogeln, ja. Und daher muss die Union sich jetzt langsam positionieren. Das Interessante an dieser Stelle ist aber, viele Unionsabgeordnete, wie zum Beispiel haben wir jetzt auch hier einen Christoph Ploss, ne, der schreibt gerade, wir haben als CDU eine klare Haltung, also der ist hier auch Bundestagsabgeordneter, wie ihr seht, ne, keine Koalition mit rechts und links außen. Das bedeutet auch keine Koalition mit der SED-Nachfolgepartei Die Linke. Ja? Aber Marco Wanderwitz hingegen sagt wieder etwas ganz anderes. Also man merkt, die Union ist hier sehr, sehr, sehr stark schon gespalten. Schaut mal, was ich jetzt auch noch gerade gelesen habe. Denn Parteichef Friedrich Merz hat jetzt sogar
einen Unvereinbarkeitsschluss zur Werteunion angekündigt. Das heißt, der Verein, der eigentlich für die konservativen Werte der CDU steht, mit dem möchte Merz nicht mal mehr koalieren, wenn jetzt diese Abspaltung in eine neue Partei aufgeht. Ich glaube, die Abstimmung dafür soll jetzt am Wochenende oder nächste Woche, glaube ich, stattfinden. Muss ich nochmal gucken, ja. Und das ist jetzt schon krass, weil auf der einen Seite, wenn man sich überlegt, die machen einen Unvereinbarkeitsbeschluss zur AfD und jetzt zur Werteunion. Und auf der anderen Seite wollen Mitglieder der Union jetzt zur Linkspartei das Ganze aufweichen. Da wird so einiges an Diskussionsbedarf bestehen. Da wird es auch wahrscheinlich noch so einige spannende Entwicklungen geben diesbezüglich. Und ich bin gespannt, wie sich allein dieser Umstand, dass jetzt Leute von der Union darüber nachdenken, allen Ernstes mit der Linken zu koalieren, ja. Und das Beste ist ja auch noch die Begründung hier, ne? Wisst ihr, was Marco Wandermitz dazu sagt, ja? Die Linkspartei hat sich entradikalisiert, sagt er, ja, okay. Also anscheinend hat Herr Wanderwitz das mit dem reichsten 1% und so weiter, was ich ja in einem der letzten Videos hier mit auch diskutiert habe, schon völlig vergessen, was man gedenkt bei den Linken und so mit diesen Leuten zu tun. Also alle Leute, die halt mehr als 1,3 Millionen und so an Vermögen haben. Ich finde es auch sehr interessant, wie viele Leute eigentlich nicht nur in der Politik, sondern auch in den Medien scheinbar auf dem linken Auge völlig blind sind. Dabei heißt es ja gerade im ZDF immer, mit dem zweiten sieht man besser. Aber wusstet ihr beispielsweise, eben jene Politikwissenschaftlerin, die jetzt gerade im ZDF zum Thema Extremismus und so weiter aufklärt, wollte, als es jetzt hier rund ging, gerade wegen dieser Korrektivrecherche und so, eben genau jene ZDF-Extremismusforscherin, also die arbeitet jetzt nicht beim ZDF, wurde nur da nur eingeladen, eben jene hat sich damals mit den Linksextremisten um die Hammerbande Freelina, hier seht ihr es, ne, Solidarität mit Freelina, das sind die Hammerbande, müsst ihr mal googeln, die sind jetzt ja auch, glaube ich, diese Lina E., die wurde jetzt, glaube ich, auch nicht nur verklagt und verurteilt, sondern ist, glaube ich, jetzt schon im Gefängnis oder auf dem Weg dahin oder ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, die haben allen möglichen Leuten aufgelauert, sie mit Hammern und Stahl und weiß was ich allem noch zusammengeschlagen, ja. Und solche Extremismusforscherinnen im ZDF solidarisieren sich auch noch mit diesen Leuten und wollen uns etwas von Gewalt und Extremismus erzählen, ja. Also da kann ich wirklich sagen, das sind ja mittlerweile Geschichten aus dem Paulanergarten. Und hier sagt jetzt hier ein Marco Wanderwitz allen Ernstes, die Linkspartei und so weiter habe sich entradikalisiert. Aber wir sehen auch andere Reaktionen und das finde ich auch hier äußerst interessant. Hier haben wir zum Beispiel auch, habe ich gerade gelesen, ja, einen gewissen Herrn Chris. Also schauen wir mal auf sein gesamtes Profil nochmal. Ne? Chris, 25-jähriger Informatiker, Fan der sozialen Marktwirtschaft, CDU, Junge Union, ja, MIT, weiß nicht, ob das jetzt das Studium am MIT war, kann sein, weil er Informatiker ist, ja, also ein durchaus intelligenter, gebildeter Mann, ordoliberal und bürgerlich, ja, und solche Leute wie dieser Chris, ne, die fragen sich jetzt natürlich langsam, naja, wie passt denn das noch bitte zusammen? Also wie wollen wir, nur um die Brandmauer aufrechtzuerhalten, wie wollen wir unseren Wählern auf irgendeine Art und Weise noch erklären, dass das, was die Union, die sich von der AfD, von der Werteunion distanziert, gleichzeitig mit der Linken zusammenarbeiten kann, dass die in irgendeiner Art und Weise noch für diese bürgerliche, ordoliberale Schule und Politik stehen soll. Also das kannst du wirklich niemandem mehr erzählen, ja? Und deswegen sagen auch solche Leute wie dieser Chris von der Jungen Union, ja, er scheint auch nicht jetzt unbekannt zu sein, er hat immerhin hier, wie man sieht, fast 10.000 Follower auf X, ne? Und er schreibt hier, Unvereinbarkeitsbeschluss, CDU-Politiker Wanderwitz plädiert für Öffnung zur Linkspartei und hier unten, falls das passiert, trete ich aus. Und das ist so ein bisschen genau die Bestätigung bzw. meine Prognose, die ich habe bezüglich vieler anderen Leute, nicht nur die in der Union Mitglied sind oder sogar aktiver Politiker, sondern auch Leute, die vielleicht diese Partei wählen, die in Zukunft sich dann vielleicht denken, überlege ich mal, ob ich lieber in eine andere Partei eintrete, zum Beispiel AfD, Werteunion oder irgendetwas anderes, konservativ gerichteteres,
oder ob ich lieber auch anders wähle. Ja, man wird sehen. Ich find's durchaus spannend.